Und da sind wir auch schon wieder. Und zwar im. Ja, in der Schule. Denn in diesem Zimmer. Der, ja. Ich nenne ihn Legolas. Legolas hat anscheinend was zu sagen. Oh, da bist du ja, Witzele. Könntest du mit Narisha sprechen? Oh, das ist sehr großartig. Du besitzt wohl tatsächlich etwas, das dich von uns unterscheidet, nicht wahr? Du und dein roter Wolkenvogel, ihr beide werdet bestimmt jedes Abenteuer erfolgreich überstehen. Aber vor dir liegt noch ein sehr steiniger Weg. Bleib stark. Übrigens, ich hätte eine Bitte an dich. Würdest du mir zuhören? Du weißt es bestimmt bereits, aber ich gelte hier im Wolkenwald als so etwas wie ein Experte für Pflanzen. Nun, im Grunde habe ich mir diesen Titel selbst verliehen. Es ist nicht nur so, ich habe bereits alle Pflanzen, die hier im Wolkenwald vorkommen, gesammelt. Die Insel ist 100 Meter im Durchmesser. Das ist nicht so viel. Na gut. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer neuen Pflanze, die ich erforschen kann. Was sagst du dazu? Würdest du dich für mich auf die Suche nach einer solchen neuen Pflanzenart machen? Okay, können wir machen. Oho, ich war mir sicher, dass du mir helfen würdest. Könntest du für mich dann eine neue Pflanzenart suchen und sie zu mir bringen, wenn du sie gefunden hast? Also unten dürften genug sein. Ich kann die Pflanze, die diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für die Aurasuche festlegen. Ja, das machen wir schon. Also im Wald sollten genug Pflanzen sein, die er noch nicht kennt. Ich kann ihm ja einfach ein Q mitbringen. Der muss sich dann nur als Pflanze verhalten. Sehr wohl, Gebieter. Die Aurasuche wurde dementsprechend eingestellt. Sehr schön. Pflanze! Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das gleich. Und dann fehlen uns nur noch 5 Juwelen der Güte und unser netter Dämonenfreund darf endlich ein Mensch werden. Ich hoffe nicht, dass ich ihm damit, ja, die Möglichkeit gebe, die Welt zu zerstören oder sowas, dass er dann doch böse war und hinterlistig mich dazu gebracht hat, ihm unglaubliche Power zu geben. Warum speichere ich eigentlich alle 2 Minuten? Ich weiß es nicht. Na gut. Besser zu viel als zu wenig. Ich helfe ihm dann, die Atombombe zu entdecken und, ja, die Himmelsinsel abstürzen zu lassen. Wo ich sagen muss, dass ich das auch schon fast hinbekommen hätte. Aber na gut. Ich bin mir nicht sicher, ob es schlau ist, hier Sachen abzusprengen. Ist bestimmt total instabil hier alles. Naja, gut. Nochmal überprüfen. Ich würde sagen, Firewall. Neue Pflanzenart. Jo. Weit von Firewall. Okay. Dann machen wir uns auf. Aber wisst ihr was? Wir statten dem netten Goron nochmal einen Besuch ab und versuchen diesmal ordentliche Rubinen zu malen. Was haltet ihr davon? Dass ich nicht wieder Bomben rausbekomme. Oder Herzen. Na gut, solange ich keine Pfeile rausbekomme, wenn ich Rubine male, bin ich noch zufrieden. Denn so lange kann ich es noch darauf schieben, dass die Erkennung nicht so gut ist. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann muss ich zugeben, dass ich nicht malen kann. Aber gut, das gebe ich auch so zu. Ab zum Hintereingang. Das klang irgendwie falsch. Na gut. So. Hier irgendwo müsste der Goron sein. Ich glaube, der war hier oben. Jo, gut. Was wolltest du nochmal? Du wolltest Bomben, oder? Nee, du wolltest Rubin. Die versiegelte Kugel. Bezeichnet von denen, die große Kräfte explosiv zu entfalten trachten. Ah, wir sind bei Bomben. Hm, mehr konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Wirst du vielleicht daraus schlau? Bomben. Ich soll einen Kreis malen. Das muss ich hinbekommen. Es sollte mir möglich sein, einigermaßen... Na gut, kreisförmig ist vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Das ist eindeutig eine Bombe. Ich werd verrückt!
Hab ich mich erschreckt. Aber das war nicht das, worauf ich gehofft hatte. Es kann nicht sein, es kann nicht sein. Es kann nicht. Oh, verdammt. Okay. Ich verziehe mich in meiner Ecke und weine. Es geht nicht anders. Ich bin so schlecht im Malen. Oh, das erinnert mich an die Schule. Kunstunterricht. Okay, hier finde ich anscheinend gar nichts. Ah, okay, doch. In dieser Richtung. Ah, das ist mein Nemesis. Die Aufgabe, die ich nie meistern werde. Male einen Kreis. Traurig. Ah, wie schön. Gut. So, in welche Richtung müssen wir? In diese Richtung. Okay. Vor allem, letztes Mal sollte ich ein Rubin malen. Ich habe eine Bombe rausbekommen. Dieses Mal sollte ich Bomben malen. Ich habe eine Rubine rausbekommen. Was zur Hölle? Das ist irgendwie schon lustig. Das ist so traurig, dass es schon wieder lustig ist. Okay, diese Richtung. Ja. Wirst du wohl. Ich kann ihm ja die Pflanze mitbringen. Ich glaube nicht, dass er da so erfreut sein würde. Na, ups. Wir gehen weiter in die Richtung. Ach nee, die Raben. Nicht die Raben. Na. Mal gucken, was er denn haben möchte. Ah, hier rechts. Okay. Hey, Moment. Hier sind doch die Qs, oder? Er will einen Q haben? Oh. Ich würde auch gerne einen Q haben. Das ist doch meine Zimmerpflanze. Und ein Haustier. Oh, wie schön. Die Idee ist gut. Oh, du bist es wieder. Kombos, kleine Schultern tun weh vom Verstecken. Welche Schultern? Was sind nur Arme? So eine Frechheit. Auch wenn Kombos Schultern nicht stark und kräftig sind, hat Kombo trotzdem welche. Aber Kombo ist ganz schön müde vom ständigen Verstecken. Das Leben hier ist viel zu gefährlich. Alle freuen sich darüber, dass der Wald friedlich geworden ist, aber Kombo glaubt das irgendwie nicht. Muss Kombo sich sein Leben lang immer nur verstecken? Kennst du irgendeinen Ort, an dem Kombo leben kann, ohne sich immer verstecken zu müssen? Natürlich oder oh ja? Spielehersteller, bitte, macht mehr Auswahl. Oh ja. So. Das ist ja wundertoll. Nimm Kombo mit sofort. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich hierbei um eine Pflanze handelt, liegt nur bei 40%. Ich würde 20 sagen. Wenn es hochkommt. Na gut. Ich halte es jedoch für möglich, dass Otus dieses Wesen als neue Pflanzenart anerkennt. Soll ich den Roboter rufen und es in den Wolkenort bringen lassen? Ja, so machen wir das. Sehr wohlgebieter. Ich werde den Roboter nun rufen. Ja, dann ruf mal. So ein Haustier hätte ich auch gerne. Ich glaube, das wäre die erste Pflanze, die ich gießen würde. Werte Feind, ihr habt mich gerufen. Dieser Knilch hier soll ich also wegbringen. Was für ein Knilch? Du bist mir im Weg, grüner Wicht. Los, mach die Fliege, aber haut dich. Naja. Verstanden, ich warte dann oben auf euch. Bis später. Also langsam habe ich einen Personentransport hier aufgemacht. Früher nur alles Mögliche, aber jetzt hauptsächlich Leute. Naja. Gut, ja, wir könnten ins Wolkenmeer zurück. Aber ich werde nochmal zum Goron gehen. Ja, ich will mich weiter blamieren. Ich habe da Spaß dran gefunden. Wie komme ich hier raus? Wirklich nur über die Liane? Anscheinend schon. Ah, ja. Malen. Im Spiel, wo man malen muss. Ah, okay. Ich weiß, ich kenne Okami. Ja, und Okami ist ein super Spiel. Super schön. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es mir gefallen würde, weil ich wahrscheinlich keine Attacke richtig ausführen könnte. Okay, wir wollen... Siegelhain, bla, Floriasee?
Siegelhain, ja genau, in die Richtung. Gut. Aber das Spiel ist klasse. Also für alle, die ein wenig mehr Verständnis vom Zeichnen haben, gerade auch mit der Wii, eine super Empfehlung. Okami! Mal was ganz anderes. Aber tut es euch ruhig an. Also das Spiel ist es auf jeden Fall wert, gekauft zu werden. Ohne Wenn und Aber. Es wird jedem gefallen, der ein wenig Geschmack hat. So, dann schauen wir doch mal. Ist der Gorone vielleicht wieder in der Laune, dass ich ihm was malen darf? Das wäre mir recht lieb. Er rennt rum. Das ist kein gutes Zeichen. Die Kraft der Wand der Göttin wird bald wieder erwachen. Ah, und ich möchte, dass du mir dann bei meinen Nachforschungen hilfst. Hm, nicht gut. Ich werde mal versuchen, es zu resetten, indem ich einfach quasi in die Luft gehe und dann wieder runterreise. Denn irgendwie möchte ich, dass der mal sagt, ich bin zufrieden. Oder dass ich zumindest alles gemalt habe. Ich meine, was fehlt denn noch? Pfeile hatten wir? Rubine, Bomben, Feen, Herzchen. Ich glaube, das war's. So. Ja, tut mir leid, Q. Du musst noch ein bisschen getragen werden. Ich werde mal schauen, ob die Wand der Göttin wieder da ist. Schauen wir mal. Und wieder zum Hintereingang. So. Gorone. Bitte, bleib stehen. Nein, er läuft, er läuft. Nein. Und die Wand ist noch nicht wieder da. Ja. Okay. Na gut. Was nicht sein soll, soll nicht sein. Also, werden wir den Q abgeben. Hört sich auch irgendwie komisch an, aber ist so. Aber ich denke, über so ein Haustier würde sich jeder freuen. Ob er nur Pflanzen-Tierforscher wäre oder einfach nur knuddelige Dinge mag. Das wäre mal ein Haustier. Ja, zumindest sieht das flauschig aus. Wenn es wirklich flauschig ist, dann wäre es cool. So, ab zur Schule, dass wir nicht noch ewig rumrennen müssen. Sehr gut. Wenn ich denn auch hier lande. Yay, ich lande sogar hier. Wahnsinn. Na, dann schauen wir doch mal. Ob das die Pflanze ist, nach der er sucht. Na, und? Du siehst aus wie einer von den sieben Zwergen. Guck dich mal an. Was ist das für eine Farbe? Meine Güte. Wer so rumläuft. Hey. Auch gar nicht mehr reingehen. Ich hab dir was mitgebracht. Die Lieferung ist da. Ein seltsamer kleiner Q. Bitte sehr. Oh! Du! Gemeiner Kerl. Ruft mich wieder, wenn ihr meine Hilfe benötigt, Wertefrei. Oh, der arme Q. Das! Was ist denn das? Das ist tatsächlich eine mir völlig unbekannte Pflanzenart. Aber was ist das denn? Ist das wirklich eine Pflanze? Oder doch ein Tier? Hm, dies ist wohl eine der größten Entdeckungen unserer Zeit. Oh, das ist großartig. Es gibt also tatsächlich noch viele Pflanzen auf dieser Welt, die ich noch nie gesehen habe. Oh, ich spüre förmlich, wie der Forscherdrang in mir wieder wächst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich werde gut auf diese Pflanze achten. Sag mir Bescheid, falls du erneut eine seltene Pflanze finden solltest. Oh, er guckt aber böse. Yay, 5 Juwelen der Güte. 5 fehlen noch. Nur noch 5 Stück zu 80, was 100% entsprechen würde.
Oh, Q, ich hoffe, dir gefällt's hier. Oh, schau Kombu nicht so an. Kombu wird ganz rot. Okay. Na gut. Viel Spaß euch zwei. Naja. So, was könnten wir jetzt noch machen? Außer zum Goron zurückkehren. Was ich nicht machen werde. Nein, nein, nein. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Speichern. Ah, hättet ihr nicht gedacht. Nee? Ja, ich auch nicht. Okay.